circa 2 Minuten hat mir jemand die Uhr gezeigt und gesagt, wir haben schon 8:09. Wir müssen unbedingt anfangen, wir sind alle Leute, da muss man auch pünktlich sein. Klar, dass die Person natürlich nur aus der Eifel kommen kann, ne? Geht ja nicht anders. Ne? Willkommen zu unserem zweiten Abend, diesem Kulturabend, den wir letztes Jahr erstes Mal gemacht haben. Das war ein Versuch letztes Jahr. Ich glaube, wir waren ganz happy. Ich glaube, wir haben zum Schluss sehr, sehr viel gelacht und wir haben dann darüber nachgedacht, wie machen wir weiter, was können wir verändern, was kann man verbessern. Eine Veränderung ist, dass wir den Abend jetzt nur in Deutsch gestalten, nicht zweisprachig, weil auch relativ wenig Engländer gekommen sind. Und wenn er mal hier nach vorne schaut, dann ist das Wichtigste und Größte eigentlich eine riesengroße weiße Fläche. Und der wollen wir auch etwas mehr Beachtung geben als den Wörtern. Und ich glaube, da haben wir auch dieses Jahr wieder ein paar besonders schöne Leckerbissen ausgetan. Der Helmut Diamond ist wieder aus Österreich eingeflogen in dieses grausige Land Deutschland. Obwohl er die Eifel ja auch sehr gut kennt, weil er ja mit, durch seinen Mercedes-Beruf sehr oft an der Nordschleife auch die Laune der Eifel kennt, bei jedem Wetter oder Unwetter. If there is anyone here who cannot speak English, German and prefer to be served in English, we will have on this table over there, we have one, my son Sebastian over there. He is happy to try to translate as much as he can while we go on with the German talking. So at least you get half a sense of what the whole thing is about and you can enjoy the same films that we are having. Ganz besonders möchte ich euch lieb danken für die neue Organisation des Marktplatzes. Da haben wir ja nur noch ein Service-Auto für 2 Rallye-Auto zugelassen, damit wir einfach da mehr Platz haben und uns bewegen können. Ich fand das ganz fantastisch, in welchem Geist ihr da mitgezogen habt, unter Freunden, die euch zu Teams zusammengeschlossen habt oder wurdet und dann ganz spontan gesagt habt, machen wir so, weil letztendlich profitieren wir alle davon. Aber das finde ich ganz toll von euch. Dann wollen wir eigentlich schon anfangen. Der Peter Ströber von der Eifel, wir nennen ihn ja König von Down, was er gar nicht immer so gerne hört. Komm Peter, komm mal nach vorne. Er sagt jetzt ein paar Worte zur Eifel-Rallye. Und wir haben noch eine kleine Änderung im Zeitplan, die ist auch noch relativ wichtig für uns. Also wir bleiben 3 Minuten, deswegen machen wir es ganz schnell. Schönen Dank, dass ihr wieder alle gekommen seid. Wir als Veranstalter sind natürlich happy darüber und ihr habt ja heute schon gesehen, die vielen, vielen Zuschauer auch. Die freuen sich, wenn ihr kommt und wir hoffen, dass wir das noch lange miteinander machen und leben können. Ich soll mal ganz einfach was erzählen von einer Organisation, von einer WP. Ich mache das, aber zunächst noch 2 organisatorische Sachen. 14 Uhr morgen, Abnahme der Fahrzeuge auf dem Marktplatz. Um 15.45 Uhr, das ist etwas früher wie geplant, um 15.45 Uhr fahren wir alle nach Roadbook, oben hin zum Stadion und da wird dann wieder das Gemeinschaftsfoto fotografiert werden. Das ist eine Viertelstunde früher wie geplant. Bitte seid da pünktlich, dass wir das hinbekommen. Noch eins im Roadbook 2. Deutschland hat Geld und deswegen werden wieder viele, viele Straßen neu gemacht. Und die letzte Änderung, die haben wir dann erfahren, nachdem das Roadbook bereits gedruckt war. Deswegen haben wir da auch so rote Einlegeblätter drin. Bitte beachtet die, dass ihr auch euren Weg findet. Eine Minute ist rum, 2. Minute. Wir organisieren dann den WP. Ich erzähle es an der neuen WP Kellberger Land, die ihr hier morgen Racken fahren könnt und am Samstag die Prüfung. Reinhard bat mich mal das zu sagen. Wenn also der Veranstalter vorhat, eine WP zu organisieren, wird das erstmal auf der Karte erarbeitet. Und der Rallyeleiter Karl Fries und ich, wir fahren dann rund und gucken mal, ob das geeignet ist für uns als Rallyfahrer, für die Rallyeautos. Wenn wir das alles zusammen haben, dann gehen wir den Weg in die Gemeinden und dann müssen wir mit den Gemeinden, Ortsbürgermeistern, mit der Verbandsgemeinde, mit
in dem Landkreis müssen wir halt darüber diskutieren, sprechen, die müssen uns das genehmigen. Dann muss es die untere Landespflege genehmigen, die Polizei genehmigen, der Forst genehmigen, Straßenbauverwaltung genehmigen und so weiter und so fort. Das ist ein riesiges Verfahren. Und gerade bei der WP Kellberg gab es dann ein Riesenproblem, denn in einem Ort ist ein einziger Anwohner, der kann ein Automobil nicht leiden. So, die Menschen kennen wir ja alle. So, und der hatte dann vor, und hat auch noch Beziehungen gehabt, bis zu unserer Regierung von Rheinland-Pfalz in Mainz, und er wollte da ein ganz großes Fass aufmachen, und ja, wir wären dann fast da gewesen, wenn dann alles geklappt hätte, besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir jetzt keine Eifelrallye gefahren werden. Dann haben wir uns aufgepackt und haben das gemacht, was Menschen immer machen sollten. Wir sind dahin und haben mal, einer von der Verwaltung und ich, und haben mit dem Mann mal eine Stunde ganz normal und vernünftig gesprochen und haben mal erklärt, was machen wir überhaupt, was wird auf ihn zukommen. Und siehe da, er hat sich sogar bedankt bei uns, dass mal einer den Weg findet und normal ihm was erklärt, wie so eine Rallye abgeht. Und hat gesagt, also er würde uns jetzt nicht mehr im Weg stehen, es wäre alles klar. Daran sieht man mal, was man mit Sprechen alles machen kann und was man mit schriftlichen Genehmigungen, E-Mails und was weiß ich alles eventuell falsch machen kann. Und so sprechen wir ja auch alle miteinander. In einem großen Kreis, der hieß so, wir sind wie eine große Familie. Das freut mich ganz besonders. Bei 1993 haben wir es angefangen, der Reinhard und ich. Damals mit 3 Autos und heute sind wir ja annähernd 70. Eine tolle Sache. Danke, dass ihr hier seid. Schönen Abend. Viel Vergnügen. Wir picken uns natürlich immer wieder ein besonderes Fahrzeug raus, was für uns interessant ist, was auch ganz neu ist, um das in etwas näher im Detail hier vorzustellen. Und eines davon ist ein Toyota NR2, von dem es auch so in der Form auch nur einen gibt. Es sind allerdings nicht eine von diesen Werkswagen, die wir hier in der Ausstellung hatten vor 2 Jahren, sondern ein Auto, was in Deutschland aufgebaut worden ist, und zwar von Klaus Fritzinger, der ist hier, als besonderer Gast für uns heute Abend. Klaus, komm mal hoch. Er hat ihn gebaut und damals auch gefahren, und der Beifahrer von ihm war der Henning Wünsch, der ja heute immer noch quasi die Legende der Hunsrück-Rallye und heute Deutschland-Rallye. Ohne ihn gäbe es auch sicherlich unsere völlig verrückte Marathonprüfung auf der Panzerplatte nicht, weil er ist derjenige, der uns mag und sagt, ach, wir stecken einfach die WM-Prüfung um, wir machen einen Rundkurs für euch und dann tobt euch da einfach aus. Okay, also ich begrüße euch auch recht herzlich zu diesem Rallye-Kulturabend. Wie ihr hier oben seht, haben wir hochkarätige Gäste. Ich will kurz was zum Inhalt oder zum Ablauf sagen. Wir haben Gesprächsrunden. Diese Gesprächsrunden, die beinhalten immer ein Thema, also entweder ein Fahrzeug, ein Rallye. Wir haben dann die verschiedenen Gäste und da haben wir uns so ein paar Fragen ausgedacht, die wir dann auch stellen. Ich mache mir eine kurze Vorstellung von denen, die hier auf der Bühne sind. Dann würde ich jetzt den Besitzer des MR2, des Ex-Fritzinger MR2 auf die Bühne bitten und den Maurice Marcel Bekotte, der das Ganze übersetzt. Gesagt hat, haben wir hier das Team Fritzinger Wünsch. Ich gehe davon aus, dass hier im Saal viele sind, die das Team noch aus vergangenen Tagen kennen. Fritzinger Wünsch, auf Toyota bekannt seit Mitte der 70er Jahre, Celica, Corolla oder Stadler. Ich schlage jetzt den Bogen zu dem aktuellen Auto, dieser MR2, aber da kommen wir nachher noch drauf. Klaus Fritzinger, bekannter Fußballer, in vergangenen Tagen beim 1. FC Kaiserslautern, Felste aus Überzeugung. Seit Mitte der Jahre bei Toyota mit Toyota unterwegs, keine Werkseinsätze, meistens privat initiiert.
Und immer erfolgreich in der DTM, dreimalige Tour de Europe-Sieger, auf diese Rallye kommen wir nachher zu sprechen. Henning Wünsch, sein Co-Pilot in damaligen Zeiten, ich erinnere mich an den Toyota K5, der ewig in Deutschland gefahren ist. Langjähriger Organisator der Hunsrück-Rallye in Niederoberstein oder später in Trier und jetzt im Grunde mit Armin Kohl in der Führungsspitze der Deutschland-Rallye. Ja, weiterhin den Maurice van Sebekotte, Opel GT-Besitzer und guter Freund von dem Die Handel. Danke. Und den Besitzer hier von euch aus ganz rechts von dem MR2. Klaus, der MR2, der ist in einem Jahr entstanden, da wurde die Gruppe B eigentlich verboten. 86 für die Gruppe B, 87 die Gruppe A. Wie kamst du auf die Idee, einen solchen Prototypen zu bauen? Ja, kann man mich hören, ja, okay. Ja, 1986 bin ich auf die Idee gekommen, aus dem MR2 einen Prototyp zu machen und wusste eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. Wir hatten einen kleinen Motor, 1,6 Liter, den wir dann vergrößert haben auf knapp 2 Liter Motor und siehe da, das Fahrzeug hat sich sehr gut angetan und war sehr erfolgreich und ich war ganz begeistert von dem Handling dieses Autos. Das waren so die Anfänge. Und Henning und ich waren als erste Veranstaltung, die wir gefahren sind, war die Tour de Hub 1900 und